Ausfahrt. Vom Lande steigt Rauch auf. Die kleine Fischerhütte behalt im Aug, denn die Sonne wird sinken, ehe du 10 Meilen zurückgelegt hast. Das dunkle Wasser, tausendäugig, schlägt die Wimper von weißer Gischt auf, um dich anzusehen, groß und lang, 30 Tage lang. Auch wenn das Schiff hart stampft und einen unsicheren Schritt tut, steh ruhig auf Deck. An den Tischen essen sie jetzt den geräucherten Fisch, dann werden die Männer hinknien und die Netze flicken, aber nachts wird geschlafen. 1 Stunde oder 2 Stunden, und ihre Hände werden weich sein, frei von Salz und Öl, weich wie das Brot des Traumes, von dem sie brechen. Die erste Welle der Nacht schlägt ans Ufer, die zweite erreicht schon dich. Aber wenn du scharf hinüberschaust, kannst du den Baum noch sehen, der trotzig den Arm hebt. Einen hat ihm der Wind schon abgeschlagen. Und du denkst, wie lange noch? Wie lange noch wird das krumme Holz den Wettern standhalten? Vom Land ist nichts mehr zu sehen. Du hättest dich mit einer Hand in die Sandbank krallen oder mit einer Locke an die Klippen heften sollen. In die Muscheln blasend gleiten die Ungeheuer des Meers auf die Rücken der Wellen. Sie reiten und schlagen mit blanken Säbeln die Tage in Stücke. Eine rote Spur bleibt im Wasser. Dort legt dich der Schlaf hin auf den Rest deiner Stunden und dir schwinden die Sinne. Da ist etwas mit den Tauen geschehen. Man ruft dich und du bist froh, dass man dich braucht. Das Beste ist die Arbeit auf den Schiffen, die weithin fahren. Das Tauknüpfen, das Wasserschöpfen, das Wendedichten und das Hüten der Fracht. Das Beste ist, müde zu sein und am Abend hinzufallen. Das Beste ist, am Morgen mit dem ersten Licht hell zu werden, gegen den unverrückbaren Himmel zu stehen, der ungangbaren Wasser nicht zu achten, und das Schiff über die Wellen zu heben, auf das immer wiederkehrende Sonnenufer zu. Ausfahrt. Erzählt wird tatsächlich von einer Ausfahrt eines Fischers. Gerade weil es keine Verweise auf eine andere Ebene gibt, bin ich versucht, es allgemeinst als Bild des Lebens zu lesen. Vom Lande steigt Rauch auf. Die kleine Fischerhütte behalt im Aug, denn die Sonne wird sinken, ehe du 10 Meilen zurückgelegt hast. Das lyrische Du, wie man sagen möchte, wie so oft ein »Wenn du an meiner Stelle wärst« und in einem seltsamen Ton der Aufforderung, etwas zu tun, was doch offenbar gerade geschieht oder, da es erzählt wird, schon geschehen ist. Es verlässt die behagliche kleine Heimat wie ein Mensch, der aus der Kindheit ins Leben tritt, in dem er ganz allein sich orientieren muss. Das dunkle Wasser, tausendäugig, schlägt die Wimper von weißer Gischt auf, um dich anzusehen, groß und lang, 30 Tage lang. Die Wellen als 1000 Augen. Wenn die 30 Tage eigentlich ein ganzes Leben meinen, fühlt man sich sein Leben lang beobachtet. Ein Ausdruck für die beständige Frage an sich selbst, was soll ich aus meinem Leben machen? Vor allem, auch wenn das Schiff des Lebens hart stampft und einen unsicheren Schritt tut, steh ruhig auf Deck. An den Tischen essen sie jetzt den geräucherten Fisch.
Dann werden die Männer hinknien und die Netze flicken, aber nachts wird geschlafen, eine Stunde oder zwei Stunden. Alltägliches hartes Leben auf dem Fischerboot, das Du ist seltsamerweise davon ausgeschlossen. Und ihre Hände werden weich sein, frei von Salz und Öl, weich wie das Brot des Traumes, von dem sie brechen. Die Schicht der Werktätigen, die nachts ihre Träume vom besseren Leben hat? Vielleicht etwas allgemeiner. Die meisten Menschen sind in Zwängen, die eine Frage nach dem Lebensweg erübrigt. Die erste Welle der Nacht schlägt ans Ufer, die zweite erreicht schon dich. Währenddessen erlebt das Du die Nacht als Bedrohung wie nur für ihn geschaffen. Aber wenn du scharf hinüberschaust, kannst du den Baum noch sehen, der trotzig den Arm hebt. Einen hat ihm der Wind schon abgeschlagen, und du denkst, wie lange noch wird das krumme Holz den Wettern standhalten? Der Baum scheint das Letzte zu sein, was vom Ufer von der Herkunft zu sehen ist. Er scheint aber auch eine Art Spiegelbild des Dus zu sein. Wie lange wird er selbst den Lebensstürmen standhalten? Vom Land ist nichts mehr zu sehen. Du hättest dich mit einer Hand in die Sandbank krallen oder mit einer Locke an die Klippen heften sollen. Das wären sehr vergebliche Versuche gewesen, so wie man sich vergeblich an die Vergangenheit festklammern kann. In die Muscheln blasend, gleiten die Ungeheuer des Meeres auf die Rücken der Wellen, sie reiten und schlagen mit blanken Säbeln die Tage in Stücke, eine rote Spur bleibt im Wasser. Tragödien, Krisen, ob persönlicher Art oder alle Menschen betreffend wie der vergangene Zweite Weltkrieg, sie sind das Los des Lebens. Dort legt dich der Schlaf hin auf den Rest deiner Stunden und dir schwinden die Sinne. Mehr als Ruhe kann man sich also für den Rest seines Lebens nicht wünschen? Da ist etwas mit den Tauen geschehen, man ruft dich und du bist froh, dass man dich braucht. Das Sinnvollste im Leben ist also das Gebrauchtwerden. Das Beste ist die Arbeit auf den Schiffen, die weithin fahren, das Tauknüpfen, das Wasserschöpfen, das Wendedichten und das Hüten der Fracht. Das Beste ist das Gebrauchtwerden, tätig sein, langfristig die immer neuen Aufgaben vor sich sehen, die nur ihren rein funktionalen Sinn bezogen auf etwas anderes haben, mit dem man sich nicht einmal unbedingt identifizieren muss. Das Beste ist, müde zu sein und am Abend hinzufallen. Das Beste ist, vor lauter Tätigkeit ohne Zeit für Fragen und Zweifel zu bleiben. Das Beste ist, am Morgen mit dem ersten Licht hell zu werden, gegen den unverrückbaren Himmel zu stehen, der ungangbaren Wasser nicht zu achten und das Schiff über die Wellen zu heben auf das immer wiederkehrende Sonnenufer zu. Das kleine Schiff ist der kleine Lebenskreis innerhalb der ungangbaren Wasser, also der für den einzelnen unbeherrschbaren Welt, der man ausgeliefert ist. Was soll man schon anderes tun, als sich darum zu kümmern, auch wenn um einen herum die Trumps und Kims und Brexits an einer immer unwohnlicheren Welt arbeiten? Die Hoffnung stirbt zuletzt.